Hallo und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2016. Wir sind heute in Brasilien, in Sao Paulo unterwegs. Zugegebenermaßen mein absoluter Lieblings-Grand Prix in der aktuellen Saison. Und ja, ich freue mich tierisch. Ich hoffe allerdings auch auf gutes Wetter, denn wie üblich, Training habe ich bereits gemacht bei bescheidenen Wetter und hoffe jetzt einfach mal, dass wir ein bisschen besseres Wetter abbekommen. Ja, wir müssen mindestens Fünfter werden, vor Hülkenberg und vor Rosberg ankommen. Und ja, da gucken wir jetzt einfach mal, wie es läuft, würde ich sagen, und starten halt einfach mal mit dieser schönen Einführung, wie immer, auch wenn sich da einige Teile immer wieder wiederholen. Und das, ja, finde ich uncool, wenn ich mal so ein bisschen genauer drüber nachdenke. Ziemlich uncool sogar, aber ich meine mal so, das ist halt so ein bisschen Feeling für die Strecke schon mal bekommen. Ja, beim großen Preis von Sao Paulo. Willkommen in Interlagos, Sao Paulo. Wir hoffen, Sie haben einen schönen Samstagnachmittag und leisten uns nun beim heutigen Qualifying für den großen Preis von Brasilien Gesellschaft. Für welche Einstellung werden sich die Fahrer entscheiden? Die Strecke hat eine ordentliche Anzahl anspruchsvoller Kurven. Geht es nur darum, die optimale Balance beim Fahrverhalten zu finden? Es ist leicht, den Wagen auf einer Geraden schnell zu machen. Man muss einfach den Abtrieb verringern. Aber bei einer Strecke wie dieser benötigt man auch Fronthaftung, die durch Abtrieb erzeugt wird. Andererseits ist es auch sinnlos, den Abtrieb zu maximieren, wenn man damit schlussendlich viel langsamer als alle anderen auf der Geraden ist. Dadurch verliert man Rennen. Ja, genau so schaut's aus. Es ist eine relativ kurze, kurvige Strecke. Und deshalb werde ich... ich bleib auf Standard. Und guck jetzt einfach mal, wie es läuft. Ob wir meine 1.13 toppen können. Vielleicht eine 1.12 anpeilen. Ja, mal gucken, wie es uns gelingt. Denn wir wissen ja, die Gripverhältnisse im Training sind dann immer ein Ticken besser. Und da werde ich mich jetzt schön anstrengen, dass ich hier eine gute Positionierung hinbekomme. Denn gerade auf dieser Strecke, muss ich gestehen, da ist mein Ziel Pole Position und Erster im Rennen. Mit weniger gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Also, ich würde mal sagen, die KI muss mich schon ordentlich abschießen, um mich davon abzuhalten. Ob ich das natürlich dann im Rennen auch durchhalten kann, mal gucken. Ich muss sagen, die einzige wirkliche große Problematik bei dieser Strecke ist diese Kurve eben gerade. Wenn man die nämlich nicht richtig optimal bekommt, verliert man auf die darauffolgenden Kurven einiges an Speed und das macht sich dann halt am Ende der Runde halt immer einen Ticken bemerkbar, aber noch sind wir vorne und haben ein... Scheiße. Kurz vom Gas gehen müssen. Wow. Ich merke gerade, ich baue hier gerade ein paar Fehler und die KI kommt ran. Scheiße. Lass mich bloß in Ruhe, KI. So, und der ist... Ja, doch, das reicht für die Pole Position. Yes. Also war keine Glanzleistung, muss ich gestehen. Ich habe jetzt auch nicht auf die Zeit geachtet, aber ja, Pole Position. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Wow. Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Ein Force India, Hamilton und Nico Rosberg. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Cool. Eine 1.12er Zeit. Nice. Gar nicht mal so krasser Vorsprung. Aber ich muss gestehen, gerade Sao Paulo ist auch die Strecke, ich glaube, die ich mit am häufigsten gefahren bin. Und wo ich auch immer gefühlt die besten Ergebnisse erzielt habe. Also selbst wenn ich in den früheren Spielen da bei den meisten Rennen halt nur, in Anführungsstrichen, 20 Sekunden Vorsprung vor dem Zweiten hatte. Ja, ich muss gestehen an der Stelle, ich habe die anderen Spiele immer bloß auf normal oder schwer gespielt. Da habe ich es aber hier in Sao Paulo meistens geschafft, jemanden zu überrunden. Und es ist zwar eine kurze Strecke, aber überrunden ist halt trotzdem mal über eine Minute Vorsprung. Und ja, da bin ich mal gespannt.
Schaffen wir das diesmal auch auf Experte? Ich glaube zwar nicht dran, aber mal gucken. Ich gebe mein Bestes. Hi, Emma hier. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. So, Platz 3 oder besser. Gut, mein Ziel ist Platz 1, Hülkenberg besiegen. Gut, da wir jetzt die Rivalität mit Rosberg gewonnen haben und die jetzt vom Tisch ist, ja, würde ich sagen, wie viele Punkte Vorsprung haben wir? 75. Läuft. Ja, würde ich sagen, ab zum Rennen, zum großen Preis von Sao Paulo. Ja, in Brasilien. Und ich hoffe auf gutes Wetter. Bitte lass es gutes Wetter sein. Bitte gutes Wetter. So, und. Bitte gib mir gutes Wetter. Formel 1 2016, gib mir gutes Wetter. Jetzt los. Auf 3, 1, 2, 3 und... Fuck. Und eines steht definitiv fest. Hier beim großen Preis von Brasilien wird die Bühne für ein großartiges Schauspiel aufbereitet. Titelentscheidungen, Kummer, Triumphe und brasilianische Glücksmomente. Alles das wird Sie hier in Hülle und Fülle auf dem Autodromo José Carlos Pace erwarten. Ein ungewöhnliches Rennen gegen den Uhrzeigersinn hier in Interlagos, wo die Fans auf den Tribünen bei insgesamt 15 Kurven auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke überragende Sicht haben. Das Senna S, die Reta Oposta, das berühmte Infield und die Zielgerade, wo man 17 Sekunden auf dem Gas bleibt, sind die Herzstücke dieser traumhaften Strecke. Heute steht viel auf dem Spiel und ich glaube, dass wir an diesem Nachmittag ein ordentliches Gedrängel in der ersten Kurve erleben werden, Stefan. Das sehen wir hier in Interlagos immer wieder. Die Bremszone vor dem Senna S ist natürlich knifflig. Es geht bergab und es kann passieren, dass die Vorderreifen sperren und du von der idealen Linie abkommst. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie jemand aus der ersten Reihe gleich zu Beginn einen Fehler gemacht hat und sich danach wieder nach vorne kämpfen musste. Das ist einer der Gründe dafür, dass wir hier schon so viele spannende Meisterschaftskämpfe erlebt haben. Ich hoffe natürlich, dass der Start gut verläuft. Aber du hast recht, ich wäre nicht überrascht, wenn es anders kommt. Okay, wir haben die Meisterschaft bereits gewonnen. Du kannst dich entspannen und das Rennen genießen. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Force India startet also von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Ricciardo, Nico Hülkenberg und Verstappen. Vettel, Raikkonen, Alonso und Jenson Button. Grosjean, Gutierrez, Valtteri Bottas und ja, gut. Ja, komm. Oh Gott, Rennstrategie. Es bleibt bei Regen, ich glaub's ja. Ah, scheiße. Gut, würde ich sagen, auf, drückt mir die Daumen und hoffen wir, dass alles gut geht. Auf zum großen Preis von Interlagos. So, jetzt bloß nicht den Start verkacken. Ah, es war jetzt nicht so schnell. Und ich merke gerade, dass der Hund hier anfängt rumzubellen. Das ist natürlich besonders gute Ablenkung. Wow, gut. Also Start erstmal gewonnen und jetzt wie immer ein bisschen eingrooven. Ich muss bloß gestehen, ich bin echt froh, dass ich das, was ich für dieses Rennen eigentlich vorhatte, nicht umgesetzt habe. Das werdet ihr aber erst in der... Ja, doch im nächsten und letzten Rennen der Saison erleben oder erfahren, besser gesagt. Und jetzt muss ich mich hier ein bisschen konzentrieren, ohne mich zu verplappern und euch zu sehr zu spoilern, was dann nächste Mal auf euch zukommt. So, komm, rum da. So, ja, zum Glück. Ja, das Gemeinste ist bei solchen Verhältnissen, gerade die Gerade oder mehr oder weniger Zielgerade hier hat es ganz schön in sich. Da es halt wirklich nicht nur geradeaus geht, beziehungsweise halt die ganze Zeit so einen schönen Schlenker, dann noch uneben und allen drum und dran. Also wenn man bei nassen Verhältnissen hier permanent am Gas bleibt, dann läuft man halt wirklich sehr, sehr stark Gefahr, irgendwie rauszufliegen und dass das Heck einen dann versucht zu überholen. So, 1,29, okay, wir sind so schnell unterwegs heute mal wieder.
und fast 3 Sekunden Abstand schon auf Hamilton. Echt krass. Ich weiß jetzt nicht, ob die Probleme haben, ob die KI hier streikt. Ich habe an der KI eigentlich nichts umgestellt. Verdammt, das hätte ich nochmal überprüfen müssen. Aber die KI ist eigentlich noch auf Experte. Ansonsten wird das jetzt ganz schön peinlich für mich. Obwohl, nee, wenn sie nicht mehr auf Experte wäre, dann würde das schon ganz, ganz anders aussehen. So. Ja. Ja, da hört man im Hintergrund den Hund wieder. So, da werde ich jetzt einmal... Ich hoffe, man hört es dann in der finalen Aufnahme nicht so krass. So. So, und komm ab um die Kurve. Ja, verdammt. So, Moment mal. Kleinen Moment. So, da sind wir wieder. Ja, der Hund wollte einfach nicht aufhören. Ich muss ja gestehen, sowas zieht einen dann immer voll raus, wenn man unterbrochen wird mitten bei der Aufnahme. Vor allem nur, weil irgendwie der Nachbar vor der Tür rumläuft. Er ärgert mich dann echt ein bisschen. Aber naja, was, naja, ist ja eigentlich auch normales Verhalten für einen Hund, dass er versucht, seinen Rudel zu beschützen. So, und vor allem auch zu warnen, ob da jetzt irgendwas ist. Das Problem ist bloß, Hunde unterscheiden da jetzt nicht, ob da jemand vorbeigeht oder nicht. Also zumindest, wenn man in einem Haus wohnt, wo mehrere Parteien drin wohnen. So, aber genug davon. Jetzt konzentrieren wir uns hier ein bisschen mehr auf Interlagos, wo ihr sehen könnt, dass hier sich so nach und nach jetzt so eine kleine Rille bildet, wo es meistens ratsam ist, da auch drin zu bleiben. Und ich hoffe, ihr merkt das nicht zu krass, dass es hier bei der Xbox One-Version gerade bei Regen immer zu diesen Fehler in der vertikalen Synchro kommt, weil es halt keine gibt. Das sind halt so kleine Interferenzen, beziehungsweise dass halt die obere Hälfte und die untere Hälfte des Bildes zumindest in einer Zeile dann immer so leicht versetzt sind. Das sieht man halt ab und zu mal. Ups. Und ich muss mich hier anstrengen, dass ich das Auto irgendwie auf der Straße halte. So, aber es läuft doch eigentlich ganz gut. Aber ich überlege gerade... Was interessiert mich das? Egal. So, eine 23er-Zahl. Krasse Sache. Also im Training bin ich... Ja. Was? 10 Sekunden schon krass. Nee, im Training bin ich halt auch mit Intermediates gefahren und ich glaube, meine Bestzeit war dann 1,24,5 oder sowas in dem Dreh. Und jetzt 1,23,2, so macht schon einen Unterschied. Aber halt, wie gesagt, die Gripverhältnisse im Training und im Rennen und gerade auch im Qualifying sind halt immer ein Ticken anders. Muss man vorsichtig auszudrücken. Und gerade zum Ende des Rennens hin werden die Gripverhältnisse dann auch teilweise noch merklich besser. Unabhängig davon, dass man dann weniger Benzin mit am Bart hat. Ja, ich weiß, der leichte Regen wird bis Ende des Rennens laufen. Läuft, wa? So, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ups, komm rum da. Ich habe aber gerade echt irgendwie das Gefühl, dass die KI nicht wirklich auf Experte ist. Aber ich wette, das werde ich dann sehen. Oder beziehungsweise es kann gut sein, dass wenn ich da was völlig verkackt habe, dass ich da noch so ein kleines Vorwort eingefügt habe. Das kann ich aber jetzt noch nicht beurteilen. Das ist dann so, ja, so Zeitmanipulation mäßig. Also ihr wisst es bereits, ich weiß es noch nicht. Sagen wir es mal so, also wenn da ein Vorwort kam, habe ich total verkackt. Wenn nicht, dann ist es Experte. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Ich habe jetzt keine Ahnung, oh, verdammt, ich habe nicht drauf geachtet, wann das Boxenstopp-Fenster anfängt. Ich glaube Runde 11, wenn ich mich nicht irre. So, aber wir kämpfen uns jetzt hier irgendwie durch den Tropensturm. So, na komm. Komm. Aber auch hier merkt man wieder, dass gefühlt die KI wirklich bei
bei unterschiedlichen Strecken unterschiedlich stark reagiert. Also, ich weiß jetzt nicht, warum Brasilien mir dann immer, oder die KI dann halt immer so einen großen Abstand hat zu mir. Ich weiß nicht, vielleicht liegt mir Brasilien auch einfach bloß zu ihr gut, ohne dass ich jetzt der Meinung bin, dass das wirklich der Fall ist. Aber das könnt ihr ja vielleicht einfach mal beurteilen. Seid ihr der Meinung, dass die KI halt wirklich irgendwie nachlässt und ich konstant fahre? Oder sagt ihr, okay, ja, hier in Brasilien, da fährst du wirklich gut, oder boah, fährst du scheiße, ich fahre das 1000-mal besser? Kann ja durchaus sein. Aber ja, schreibt es mal in die Kommentare. So, kurz runtergehen vom Gas. Aha. Und auch lustigerweise, ich habe zwischen den Folgen, habe ich mal so ein paar kleine Achievements gemacht in so Einzelrennen jetzt. Da gibt es ja auch echt ein Achievement dafür, von halt direkt nach dem Start innerhalb des ersten Sektors, also des ersten Drittel der Strecke, 10 Plätze gut zu machen. Und ganz ehrlich, das ist ganz schön heftig, das hinzukommen. Also, ich weiß nicht, ich glaube mit Experten-KI oder so hätte ich das nicht so ohne weiteres geschafft. Aber ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, das mit Controller zu machen. Und was ich auch ganz, ganz interessant finde, so kleiner Fun-Fact, mehr oder weniger, wenn ich mit Controller spiele, halt bei Rennspielen, bin ich eher so der Mensch, der das Force-Feedback ein Ticken zurückschraubt. Also ich weiß nicht, bei Formel 1 hatte ich jetzt das Force-Feedback dann auf 30% oder so runtergeregelt. Wiederum, wenn ich mit Lenkrad unterwegs bin, habe ich satte 80% Force-Feedback-Einstellungen fürs Lenkrad und bin aber gerade der Meinung, dass das durchaus noch ein bisschen mehr sein könnte. Aber das kann auch gut täuschen, da halt bei den nassen Bedingungen sich das eh ein Ticken anders fährt. So. Aber ich muss sagen, wir legen eigentlich echt gut vor. Also da kann ich jetzt nicht meckern. Ich glaube, ja, habe ich auch vor kurzem gesehen, so bei Facebook, was da ganz schön rumging. So, da kann man nicht meckern. Das größte Kompliment eines Deutschen, was man bekommen kann, wa? Ah, schön. Schön bescheuert sowas. Aber naja, mal gucken, wie viel Vorsprung haben wir denn jetzt? Wo ist der nächste Sektor? Ups, 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 komm. Ach. Ja, da unten. Ich weiß gar nicht, wie viel Vorsprung ich jetzt schon habe. So, 10 Sekunden Vorsprung, jetzt mal ernsthaft. Unser Auto ist jetzt nicht so krass übermächtig. Ich fahre jetzt meiner Meinung nach nicht so krass. Also was ist los mit der KI? Also ich habe jetzt wirklich einfach die Befürchtung, dass es echt an der KI liegt. Und ich rutsche immer weiter weg vom Mikrofon. Mal gucken, wenn wir jetzt kurz mal. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 10,5 Sekunden. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 17,9 Sekunden. So, bei der Gelegenheit habe ich gleich mal ein bisschen das Mikrofon wieder rangezogen. Dann habe ich nicht mehr ganz so viel Ärger bei der Audio-Nachbearbeitung. So. Ah, Ich mag die Strecke irgendwie. Also selbst bei Regen finde ich es jetzt nicht so schlimm irgendwie wie manche andere Strecken. Ich weiß jetzt auch gar nicht, in den Hauptmenü, wenn man da so Einzelrennen auswählt oder so, da sieht man auch so ein bisschen so die Schwierigkeitseinstufung von den einzelnen Rennen. Ich weiß gar nicht, ob Brasilien da eher zu den leichten zählt oder nicht, aber es macht mir halt einfach irgendwie Spaß, weil es ist irgendwie immer ein schöner Flow drin. Obwohl man natürlich sagen muss, man hat die klassische Gerade, hat man wirklich nur eine, doch eigentlich nur eine. Weil jetzt hier die Start-Ziel-Gerade, dicke fette Anführungszeichen, das ist ja eigentlich nicht wirklich eine Gerade. Also, ja okay, hier fängt jetzt die Gerade an. So, und hier ist er jetzt schon längst vorbei, wa? Also, das kann ich jetzt nicht wirklich als gerade stehen lassen.
Und dann gibt es ja jetzt wirkliche Gerade als im klassischen Sinne jetzt eigentlich bloß die hier. Und der Rest ist ja alles hier Auf- und Ab-Kurvengeschlänge und selbst in der Geraden gibt es ein Auf- und Ab. Also es ist irgendwie für mich so, ja, sie hat einen guten Flow, es geht schön bergauf, bergab. Sie bietet halt Höhen und Tiefen und Vielfalt. Das ist auch so eine Sache, die ich bei in Spa auch hier so toll finde, dass da halt wirklich mit den Höhen wirklich so ein, das gewisse Etwas mit dabei ist, was ich ehrlich gesagt auch bei den, oh Gott, wie hieß es, Gott, bei Istanbul Park, bei der Rennstrecke in der Türkei, eigentlich auch immer recht toll fand, dass es halt relativ hier hügelig bergauf, bergab ging und halt auch schöne Kurvenkombinationen. Weshalb das nach wie vor noch auch eine meiner Lieblingsstrecken ist. Aber wenn ich mich jetzt wirklich bei allen Formel 1 Strecken, ich betone Formel 1 Strecken, entscheiden müsste, ist Brasilien meine absolute Lieblingsstrecke. So, jetzt ist es raus. So. Aber ich denke mal, ich glaube, das habe ich auch schon mal in anderen Videos erwähnt oder in alten Folgen. Ich weiß es gar nicht. So. Aber naja. Wir haben jedenfalls danach erwartet uns noch Abu Dhabi. Boah, das wird ein spektakuläres Rennen. Da bin ich echt gespannt, wie das wird. So. Aber erstmal, Teamkollege ist in der Boxengasse. Schön für ihn. Schön für ihn. Wir haben 15 Sekunden Abstand. Alter, krass. So. Ich könnte ja fast eine Boxenstopp machen, ohne einen Platz zu verlieren, so nach dem Motto. Also es. So. Da sind jetzt echt einige in die Box gefahren, aber ich hoffe, dass wirklich keiner jetzt mit. So, mal kurz gucken. Okay. Also definitiv kein Fall mehr für harte oder weiche Reifen. 16 Sekunden Vorsprung, echt jetzt? Also ich muss gestehen, ich habe es ein bisschen spannender erwartet, also dass die KI wenigstens einen Ticken besser ist. Ach Mensch. Ja, ich weiß. Ups. Da versucht man einen Ticken früher von der Bremse runterzugehen, um ein bisschen mehr Speed wegzunehmen und muss dann nochmal nachbremsen. Das läuft ja natürlich immer wunderbar. So. Yep. So, Boxenstopp. Wie viel Vorsprung haben wir? 16,5 Sekunden. Oh, krasse Sache. So. Aber richtig toll wird es dann echt, wenn man es schafft, bei 25% Position 2 zu überrunden. Also ich glaube, das Beste, was ich mal geschafft habe auf normal, meiste Zeit habe ich wirklich auf normal gespielt, war wirklich Position 3 zu überrunden hier. Ich weiß nicht, ob ich es auch mal geschafft habe, Position 2 zu überrunden, aber ja. Irgendwie scheint mir die Strecke doch so ein Ticken zu liegen oder die KI ist einfach besonders schwach hier. Das kann natürlich auch sein. Oder ist es eine Mischung aus beiden? So. Was? Abstand 31 Sekunden. Das heißt, er hatte seinen Boxenstopp bereits. Gut. Ups. So, das Coolste ist hier. Ups. Ziehe ich immer voll rein. Also, da ich jetzt den Speedlimiter und sowas nicht manuell mache, kann man da immer voll reinbrettern. Funktioniert doch meistens. So, und vor allem echt bei, selbst bei diesen Witterungsverhältnissen, ich habe immer noch. Ja. Ich habe immer noch zur Not mein Replay zur Verfügung. Also. Ja, ich denke mal, das ist eigentlich eine relativ eine sichere Sache und nichts anderes habe ich ehrlich gesagt auch erwartet oder gehofft, besser gesagt, dass ich das jetzt hier gewinne. Obwohl ich sagen muss, für Jubelstürme ist es noch ein Ticken zu früh. Wir haben nämlich noch 6 Runden und in 6 Runden kann noch einiges passieren, gerade bei dieser KI und Überrundungen, falls es dazu kommen wird. Bin ich mal gespannt. So,
Ups. Boah, ich denke mal, ich werde die Folge einfach mal schaffen wir die Überrundung. Oder überrunden FTW. Ja, ich muss mal gucken, also. Ah, nee, ich glaube, es könnte eng werden. So. So, da fängt der Hund schon wieder an zu bellen. Ach Mensch. So, mal gucken, ob er gleich aufhört oder nicht. Wenn er gleich aufhört, habe ich Glück. Wenn nicht, dann werde ich schon wieder rausgerissen. So, ich darf bloß echt nicht vergessen, das dann bei der Nachbearbeitung so weit wie möglich rauszuschneiden. Aber ich versuche es natürlich immer so transparent wie möglich für euch zu gestalten. Und wir haben Zeit verloren gegenüber Hamilton. Okay. Knappe 2 Sekunden hat er aufgeholt, die Sau. Wow. Da kam mir der Arsch. So. Was? Der holt auf. Was soll denn das jetzt? Also das wäre jetzt echt mies, wenn er jetzt richtig anfängt. Ein paar Informationen zu Palmer. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Ja, schön für ihn. Ups. Oh Mann, ich glaube, ich fahre gerade ein bisschen schlechter. Stimmt doch gar nicht mehr. Ist doch kleiner geworden. Ah, fuck. So, mal kurz gucken, habe ich denn noch... Oh, ich kann ja noch Fettgemisch machen, haha. Schön, gucken wir mal, dass wir jetzt den Vorsprung nicht eher schrumpfen lassen. So, und jetzt Vollspeed. Wow. Ja, man merkt richtig, dass jetzt der Arsch ein Ticken mehr kommt. Weil wir halt ein Ticken mehr Leistung anzuliegen haben. Aber mal gucken, ob uns das jetzt... Oder besser gesagt, wie viel uns das jetzt nützt. So, jetzt hier schön der Ideallinie folgen. Ach, ich hätte die Ideallinie hier auch wirklich ausmachen können eigentlich. Ich glaube, das ist einer der wenigen Strecken, wo ich mir auch wirklich zutrauen würde, komplett ohne Ideallinie zu fahren, ohne große Probleme zu bekommen. Wo ich halt sagen muss, die einzige Kurve, wo ich halt immer... wirklich immer Probleme krieg, selbst mit Ideallinie, die mir halt nicht 100% immer gelingt, ist genau die, in der ich eben gerade war. So, da, ja, ich weiß nicht, das liegt mir noch nicht ganz so, aber ich glaube, es gibt keine Strecke, die, wo ich wirklich sagen würde, okay, die liegt mir zu 1000%. Also, das ist sowieso immer so eine Sache. Aber an der Stelle würde mich auch mal interessieren, was ist denn so bei euch die Strecke, die euch am besten liegt? Also ich gehe mal davon aus, dass ihr auch, also wenn ihr schon Rennspiel-Videos guckt, dass ihr das vermutlich dann auch selbst spielen werdet. Also das nehme ich jetzt einfach mal so ganz kackendreist an. Welche Rennstrecke liegt euch am meisten? Würde mich mal interessieren. Also schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde es gerade krass, als ich auf Fett gestellt habe, hatte ich noch 1,8 hier Runden, jetzt habe ich 1,3, also das Fettgemisch hier zieht richtig. So, mal gucken, so. Ups. Oh, wird das warm gerade. Oh. Ich glaube, ich hätte echt meine kurze Hose anziehen sollen, ey. So. Denn auch wenn es sich relativ affig anhört, aber gerade mit Lenkrad zu fahren, man schwitzt halt dann schon echt ein bisschen. Also, wenn man sich da versucht zu konzentrieren, man bewegt ja auch eigentlich... doch relativ viel und muss halt auch ein bisschen Kraft aufwenden, gerade bei höheren Force-Feedback-Einstellungen. Oh, und wenn es dann noch warm ist im Zimmer, na dann gute Nacht. Und ganz ehrlich, die Kopfhörer, die ich aufhabe, die tun den Rest dazu. Ich denke mal, ich werde irgendwann oder werde da vielleicht mal so ein kleines Video dazu machen, was für Equipment ich wirklich benutze.
glaube, das ist durchaus auch interessant für einige. So. Auch wenn ich jetzt schon weiß, da werden vermutlich dann so Sachen kommen. Ja, hier Product Placement. Am Arsch, ich krieg von keinem Geld dafür. So. All die Jahre nicht einen Cent dafür bekommen. So. So schaut's aus. Hashtag ist so. So. Oh, ich wollte das Fett rumstellen. Ups. Okay. Oh, wir laufen auf. Wir laufen auf. Wir. Krasse Scheiße. Schaffen wir die Überrundung? Oh, geil. So. So. Oh, das wäre jetzt echt stylisch. Obwohl, die müssen mich ja dann durchlassen. Die müssen ja blaue Flaggen bekommen. So, 18 Sekunden Vorsprung vor Hamilton und Rosberg. No, vor Rosberg 22 Sekunden, krass. Gut, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ups. So. Mal gucken, ob wir noch rankommen. Also, wir haben sie direkt vor der Nase. Was? 0,3 Sekunden aufgeholt. Und eine neue Schnelle. Oh, krasse Scheiße. Ja, läuft, würde ich sagen. Also das haben wir jetzt auch noch nicht erlebt in dieser Saison. Bloß den umgedrehten Fall in Monaco. Ja, ich erinnere mich daran. Wie konnte ich das vergessen? Nee, das kann ich nicht mehr vergessen. So verkackt, wie ich in Monaco habe, so grandios soll das jetzt hier laufen heute. So. KI, bitte benimm dich. Du müsstest eigentlich blaue Flaggen kriegen. Das heißt, ihr alle müsst mich, ups, durchlassen. Ohne mich abzucrashen. So, ich stecke jetzt hier mitten. Ups. Was? So, danke. So, ja, jetzt kommt natürlich so die unberechenbare KI dazu. Aber zwei Überrundungen haben wir schon. Da kriegt er die blauen Flaggen, beziehungsweise blauen Anzeigetafeln. So. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. So, mal gucken, jetzt nicht. Ja, gut. Sind durch. Letzte Runde des Rennens und wir haben drei Fahrzeuge überrundet. Läuft. Also dafür, dass ich in Monaco er auch überrundet wurde, weil völlig gegen Baum gesetzt, haben wir jetzt drei Überrundungen geschafft auf Position 1. Und ja, darauf bin ich ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe. Und wer klebt mir da im Heck? Ey, wenn die KI jetzt in meiner letzten Runde mich noch irgendwie bedrängt, dann raste ich aus. So, wer ist da hinter uns? Ich will jetzt nicht in den Rückspiegel gucken, muss ich gestehen. Irgendeiner von den gelben Autos. Palmer, okay. Bringt einen echt auf die Palme manchmal. Nee. Ja, schlechter Wortwitz, tut mir leid. Ja, doch, jetzt sind wir. Jetzt haben wir ein bisschen Abstand von ihm. Und können genüsslich den Sieg feiern. So, mit knapp 20 Sekunden Vorsprung. Ernsthaft? Heftig. Ups, wow. So. Karierte Flagge und durch sind wir. Großartiges Rennen. Großartige Leistung von Force India. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Jeder Fahrer muss sein Bestes geben, um mit solchen Bedingungen zurechtzukommen. Und es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer die Ideallinie gefunden und war dazu noch selbstbewusst genug, um aufs Gas zu steigen. Dadurch konnte er heute den ersten Platz erkämpfen. Es ist an der Zeit, den Top-Fahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Fahrerlager sind eine Menge Leute sehr glücklich mit diesem Resultat. Force India steht heute ganz oben.
Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein starkes Ergebnis unseres Weltmeisterschaftsführenden. Mit diesem Ergebnis kann er seinen Vorsprung in der Fahrerwertung ausbauen. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist geil. Der Kandidat? Hier, Experte. Lewis Hamilton. Er war schnell, entschlossen, alles, was man sich von einem Top-Fahrer erwartet. Das Rennen um den Konstrukteurstitel mag schon entschieden sein, aber in der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. läuft. Ja, ist gut gelaufen, ihr habt es gesehen. Also ja, was soll man dazu sagen? Ich bin ehrlich gesagt überglücklich, dass das funktioniert hat. Und wie gesagt, hier KI ist auf Experte geblieben. Also ich habe da nichts verändert. Ja, bin schon echt ein bisschen froh darüber, wie das jetzt gelaufen ist. Auch wenn halt bei Regen. Ich bin kein großer Fan von Regenrennen. Aber naja. Ich habe mich tapfer durchgekämpft und habe gewonnen und freue mich tierisch drüber. Und ja, damit bin ich dann eigentlich raus mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Würde ich mich drüber freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, ja, Saisonfinale in Abu Dhabi. Bis dahin aber erstmal, ciao, ciao.